Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. Und in dieser Folge müssen wir uns um zwei wichtige Dinge kümmern. Zum einen möchte ich euch nochmal ganz kurz das Thema Strom erklären. Da gab's eine Bitte, das nochmal zu tun. Und dann müssen wir, eine Sache machen. Wir haben tatsächlich einen Planungsfehler begangen und damit müssen wir jetzt einmal anfangen. Wir wollen nämlich, ich erkläre euch gleich, warum wir das machen, hier ein Stückchen rausnehmen und sogar hier hinten ein Stückchen rausnehmen. Der kommt weg. Der kommt weg. Das heißt, hier und dort wird ein Stückchen Straße rausgenommen und wir werden das auch bewusst hier einmal abreißen, das Stückchen und dieses Stückchen. Und dann hoffen wir mal, dass von hier aus, wir werden den Abriss auch direkt starten, auch entsprechend direkt abgerissen wird. Tja, was ist das Problem? Das Problem ist, das Planungsbüro hat, also es ist natürlich kein Fehler, was wir hier gemacht haben beim Planungsbüro. Der Abriss hat natürlich Gründe, dass wir jetzt Asche für die Dingens hier brauchen, damit wir die Dingens machen können. Also es ist ganz klar, dass natürlich kein Planungsfehler, von Planungsfehlern hier bei uns zu reden. Das, sowas gibt es hier natürlich nicht. Was wir hier aber da machen wollen, wir wollen hier zwei Haltestellen reinsetzen, nämlich die hier, die Straßenbahnhaltestellen klein, beziehungsweise auch die Straßenbahnhaltestelle groß. Die passt hier rein und hier vorne passt sie nicht rein, aber dort vorne passt die Straßenbahnhaltestelle klein rein. Dann werden wir hier die Straßenbahn weiterbauen und hier hinten die entsprechenden Endstationen planen für die Straßenbahn. Hier hinten kommt dann auch die Nahrungsmittelversorgung hin. Also hier in diese Richtung hier runter. Hier vorne haben wir dann noch ein paar Häuser frei. Und die Häuser werden dann hoffentlich hier reingehen können. Und diese Häuser werden dann irgendwo hoffentlich in Gehreichweite hier in ein entsprechendes Werk kommen. So ist zumindest die Hoffnung. Ja, wenn wir hier diesen Fußweg konsequent durchführen, dann müssten die hierhin, das sind knappe 300 Meter, 450 haben sie, sollte das eigentlich im Bereich des Machbaren sein. Ja, das heißt, die gehen dann hier runter, so ist meine Hoffnung, hier durch, und dann hier irgendwo rein, sodass wir dieses Gebäude noch so versorgen können, aber die Straßenbahn, die hier natürlich fahren soll, die kommt quasi, die kommt von dem Lager hier, hier rauf, hier durch, fährt hier hin, biegt ab, einmal nach unten. Hier gibt es einen Wendehammer, Endstation wieder zurück. So ist der grundsätzliche Gedanke. Und die Versorgung der Gebäude, das ist bei mir immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben einmal die Versorgungslinie hierüber und dann haben wir die Straßenbahnlinie, die hier lang fährt. Ich möchte gucken, dass ich die Sachen trenne, damit eben die Straßenbahn nicht irgendwo hinter Leuten festhängt. Und Straßenbahn wollten wir ja machen, damit wir das AKW hier hinten auch sicher mit Leuten versorgen können. Und dann kommt natürlich auch hier noch eine entsprechende Schnittstelle ran. Deswegen müssen wir die Gleise ja hier weiter lang führen. Aber das können wir erst machen, wenn wir wissen, wie groß dieses Gebäude hier ist. Ja, also da müssen wir weiterhin forschen, dass wir dieses Gebäude hoffentlich noch hier platzieren können. Und dieses Gebäude kommt hier unten hin zum AKW, passend zur Produktion der Kernenergie. Und das ist mir halt wirklich wichtig, dass wir den hier ransetzen. Dann mit den Gleisen hier vorbeigehen. Die Gleise müssen ja hier weitergehen. Die will ich auf jeden Fall hier hinten hinhaben. Dann geht es einmal in die Nahrungsversorgung und einmal natürlich auch, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier konsequent auf Gleise setzen, auf elektrifizierte Gleise, dass wir uns einfach die coolste Straßenbahn, die es so gibt, von vorne holen können. Mal gucken, wo ich dieses Ding nochmal finde, damit ihr auch wisst, warum ich hier abreiße und was neu baue. Irgendwie erkennt mein Handy immer und aktiviert die Sprachsteuerung. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war es? Da oben. Zack. So, den Anschluss brauchen wir. Das ist der Eisenbahnstraßenanschluss. Der kommt dann da hinten hoffentlich so grobe Richtung hier ran. Wir können das auch hier ran machen. Das habe ich noch nicht genau entschieden. Und dann werden wir das hier weiterführen. Nur damit ihr wisst, warum wir jetzt hier zentral abreißen. Und ja, da habt ihr
Da habt ihr völlig recht gehabt in den Kommentaren. Das habe ich hier tatsächlich vergessen. Ich mache normalerweise immer die Straßen L-förmig. Ein L und dann hier im Prinzip das zweite L. Über ein L wird die Stadt versorgt und das zweite L holen wir uns die Leute raus. Ich mache das mittlerweile auch bewusst so, dass wir die Sachen trennen, um eben hier diese Versorgung der Stadt hier oben nicht zu gefährden und dort Probleme zu vermeiden. So, dann habt ihr darum gebeten, nochmal das Thema Strom zu erklären und wozu wir die einzelnen Sachen brauchen. Wenn ihr von diesem Prioritätensystem einmal abseht, das müsst ihr nicht machen. Das ist in dem Fall, ich möchte es jetzt nicht Quatsch nennen, aber das könnt ihr in dem Fall auch einfach erstmal ignorieren. Ja? Dann gibt es beim Strom eigentlich zwei Dinge. Es gibt eine Hochspannungsebene und eine Mittelspannungsebene. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Von hier kommt Hochspannung. Da habt ihr hier unten, wenn wir mal, ignoriert jetzt bitte mal diese ganzen Mods und diese ganzen Schalter. Das sind nur die beiden hier. Das ist im Prinzip einfach ein Dreierabzweig und ein Sechserabzweig. Das müsst ihr einfach wissen, wie viel ihr braucht. Ein Sechserabzweig seht ihr hier, wozu das notwendig sein kann. Ein Dreierabzweig kann auch reichen, wenn ihr einfach nur einen so einen Trafo versorgen wollt. Das ist ganz individuell, wie ihr das braucht. Aber das ist im Prinzip ganz einfach. Hochspannung kommt vom Kraftwerk oder von dort vorne. Die geht dann irgendwo hin an so einen Mittelspannungsschalter, an so einen Hochspannungsschalter, egal ob es jetzt so ein Sechser oder so ein Fünfer ist. Und von dort aus geht es an einen Transformator. Das heißt, ihr geht dann von dort aus an den Transformator ran. Das wäre dann so einer hier. Und dort wird es runter transformiert. Das heißt, aus den knappen 110.000 Volt, die hier anliegen, werden dann knappe 20.000 Volt gemacht, die dann über entsprechende Leitungen, ja, in dem Fall hier zum Beispiel sowas Unterirdisches, dann hier lange Meter, zum Beispiel hier rangehen oder an so einen Transformator. So, und dieser Transformator macht dann aus diesen 21.000 Volt 400 Volt und liefert die dann unterirdisch direkt ins Haus. Das wären jetzt beispielsweise, was habe ich hier irgendwas, ich zeige das mal demonstrativ, seht ihr die gelben Linien? Das sind die 400 Volt Versorgungslinien, von dort aus wird dann die Spannung entsprechend, ja, dorthin, beziehungsweise Strom wird geliefert, die Spannung liegt an, um dort eben die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. So, das ist im Prinzip der Aufbau des Stromnetzes und viel mehr gibt es da tatsächlich auch gar nicht zu wissen. Also Hochspannung, die könnt ihr verteilen, wie ihr wollt. Ich persönlich mag diese Hochspannungsschalter hier lieber, weil man hat eigentlich immer zu wenig Abgänge. Von da aus geht es dann auf die Mittelspannungsebene über den entsprechenden Transformator. Und dann mit den Mittelspannungsebenen geht ihr eigentlich direkt an den Trafo ran. Ihr könnt aber auch dort natürlich nochmal Mittelspannungsschalter ansetzen. Und weiß der Geier nicht, was man da alles aufbauen kann. Bin ich persönlich kein Freund von, weil die Dinge eigentlich immer überlastet sind, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich da eigentlich wirklich ein Freund von, das so zu machen. Eine Leitung bekommt ein Verbraucher und dann baue ich lieber noch einen zweiten davon hin und dann so einen Sechser, ja, also einen Sechser Hochspannungsverteiler und lieber einen zweiten Transformator, also ist eigentlich auch falsch, die Spannung wird transformiert, ist kein Stromtransformator. Und dann von dort aus geht es dann zu den entsprechenden Endverbrauchern. So, das ist im Prinzip ganz kurz und knapp zum Thema Spannungsversorgung. Mehr gibt es da tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Dann hattet ihr gesagt, was ist denn mit dem kleinen Hotel? Können wir das vielleicht so bauen, dass wir in die Richtung gucken? Tja, ich wüsste nicht wie. Ich werde mir das nochmal genau angucken, weil wir müssten ansonsten die ganze Ecke umbauen. Es gibt definitiv ein paar Leute hier hinten, die schauen nicht auf einen Berg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die schauen auf eine mögliche zukünftige Schneepiste. Das, so muss man das hier in dem Fall sehen. Die können ja hier runterrodeln und dann hier vielleicht hui und dann direkt ins Wasser. Man weiß es nicht. Also so stelle ich mir das vor. Die gucken natürlich nicht auf den Berg. Die gucken natürlich auf die Kinder, die dann dort runterrodeln. So ungefähr läuft das. So, auch der Abriss sieht gut aus. Unser Abrissbüro ist am Bauen. Da kommt der Müllmann,
Super. Guckt euch das an. Seht ihr das? Er lädt jetzt den Müll auf. Zip. Und schon ist die Straße weg. Zack. Jetzt fährt er weg. Und dann haben wir unseren Müll tatsächlich hier beseitigt. Jetzt sind wir bei minus 46 Grad. Oh Leute, das ist tatsächlich ein guter Moment. Entschuldigt bitte, wir machen heute auf jeden Fall noch weiter mit Wasser und Abwasser. Strom erklären habe ich gemacht. Schienen habe ich auch angefangen. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder zum Thema Heizung gucken. Das wird in diesem Let's Play eine nicht unwesentliche Anzahl an Minuten bedürfen. Was ist das heftig, ey. Selbst der hier vorne, auf wie viel Last läuft der denn? 40%. Nur 20%? Wie sieht es mit dem Heißwassertank aus? 82 Grad? Also wir brauchen wirklich fast 90 Grad Heißwassertank, ne? Ansonsten kriegen wir die Temperatur in den Gebäuden nicht hin. Boah, ist das heftig. Also wir schaffen hier 18 Grad drin, ne, beim Heizen, bei minus 46 Grad. Hm. Interessanterweise lasten wir das Teil nicht aus. Wir sind bei, wenn wir das alles mal überprüfen, sind wir bei knapp 80% Auslastung. Das heißt, einer würde sogar ausreichen. Und auch hier 10% Wasserentnahme. Also wir haben mehr als genug Kapazität übrig. Okay, also Temperaturprobleme haben wir nicht. Ganz ehrlich, 18 Grad, ich bin jetzt mal ganz fies und sage, 18 Grad muss jetzt einfach mal reichen. Bei minus 50 Grad, 18 Grad in der Bude, das ist ein Temperaturunterschied von viel. Das muss einfach reichen. So, Wasser und Abwasser. Darum geht's jetzt. So, das Thema Wasser. Nun ja, wie läuft das Thema Wasser ab? Das Thema Wasser soll wie folgt laufen. Wir haben hier vorne unseren Brunnen. Jetzt können wir hier in diesem Bereich unsere Wasserproduktion aufbauen. Das würde sich, ich weiß nicht, ob ich das anbieten würde. Wahrscheinlich würde ich das gerne hier in diesem Zweig machen. Also nach Möglichkeit hier hinten drinne. Die Gleise müssen, zeige euch das mal, so grobe Richtung, wir können das ja mal in die Planungsphase mal nehmen, dass wir grob hier durch wollen. Jetzt machen wir das mal ganz fix. So, ja, seht ihr, das geht schon wieder nicht. Lassen wir das mal bleiben. Ist auch in dem Fall egal, wo sie langlaufen. Auf jeden Fall soll hier vorne die Wasserversorgung hin. So, wie soll das jetzt das Ganze laufen? Also, wir werden hier eine weitere Wasserversorgung planen. Einmal direkt mit einer, wo ist es? Mit einem Wasserbrunnen in groß. Hier vorne ist das noch vernünftig. Hier gibt es tatsächlich auch noch genug sauberes Wasser. Das wird aber mit Sicherheit nicht immer so bleiben. So, dann einmal direkt von hier. So. Oh. Kleine Pumpe. Zur Wasseraufbereitung. Auch dort kommt eine große Wasseraufbereitung hin, in der Hoffnung, dass wir das hier... Unterirdischer Teil des Gebäudes liegt oberhalb des Geländes. Wie würdest du mir das jetzt erklären? Was ist kaputt? Die Meldung habe ich tatsächlich zum ersten Mal. Dann werde ich hier halt so ein bisschen terraformen. Ist auch kein Problem. Dann müssen wir halt mit den Gleisen halt geradeaus gehen. Ist mir auch egal. So. Und da. Da ging's. Ha! So, das bauen wir nach da. Beziehungsweise, wir können es auch spiegeln. So, wunderbar. Zip. Ja, so, genau. Oder? Na, wir bauen es da ein. So, gut. Von hier aus ist im Prinzip das Vorgehen immer das Gleiche. Wir werden auch da gleich noch eine Pumpe hinbauen. Wir kommen hier mit dem Wasser einmal nach da. Moment.
Einmal Kontrolle, 100 groß passt. So, einmal nach da. Dann gehen wir von dort. Von der Pumpe da rein. Und von hier kommen wir jetzt, da muss ich tatsächlich pausieren. Einmal da rein. Pass mal auf, wir machen, bevor wir uns das angucken, wir gehen kurz in die Pause, machen das Thema einmal zu Ende. Eine große Pumpe, die werden wir dahin bauen, beziehungsweise einmal spiegeln. Und dann werden wir das so hinsetzen. So, dann einmal nach da. Und einmal dahin. Ja, ich kann das auch tiefer machen. Das ist kein Problem. Zack. So, dann haben wir einen ganz normalen Wasserkreislauf. Ne? Pumpe, also Brunnen, der saugt das raus, pumpt das hier rein und der pumpt das da oben hin. So, das ist Thema Nummer 1. Und dann können wir an den Anschluss hier, da können wir dann den dort anschließen. Da werden wir eine lange Leitung bauen. Das machen wir dann aber in Zukunft, um dann hier die Wasserversorgung sicherzustellen. Und vor dem AKW, da wird es von hier einen separaten Anschluss geben. Das geht dann, deswegen habe ich hier noch ein bisschen Platz gelassen. Hier geht dann eine separate Leitung raus zum AKW und der bekommt einen separaten Wasserturm, damit auch das AKW vernünftig versorgt wird. Ihr seht, da sind 300 Kubik drinne. Und wenn man mal von der Maximalleistung von so einem AKW ausgeht, ich weiß nicht, ob wir die Zahlen tatsächlich jetzt sehen können. Genau, da oben seht ihr es, wir wollen den ukrainischen Reaktor haben, der ist für uns der günstigste und der effektivste. Der hat 8 Kubik bei maximalem Verbrauch, das heißt, das reicht für 10, 20 Tage das Wasser für den Reaktor. Also da überhaupt kein Thema in Zukunft, was Wasser angeht. Und damit wir eben auch dieses System hier doppelschneidig aufbauen, können wir in Zukunft, das ist aber Zukunftsmusik, von hier aus eine Leitung quasi an den Turm bringen und von hier eine Leitung an den Turm bringen, dass dieses Wassernetz den hier speist und dieses Wassernetz den hier im Notfall speist. So, und selbst wenn wir mal einen Stromausfall haben, haben wir immer noch Wasser und haben immer noch die Möglichkeit, selbst wenn es vielleicht hier mal einen lokalen Stromausfall gibt mit Brand und weiß der Geier, was nicht noch alles kommt, haben wir immer die Möglichkeit, von hier aus das Netz zu speisen oder von hier aus. Das ist mir gerade im Realistic Mode immer wichtig, dass wir lieber auf Nummer sicher gehen, lieber einen Teil mehr bauen und dann hoffentlich eine entsprechende Versorgungssicherheit gewährleisten. Das wollen wir natürlich hier haben. So, zack, bumm. Also von hier aus machen wir das Wasser jetzt weiter, aber jetzt müssen wir einmal kurz hierher gehen. Und jetzt gibt es hier einen Stau, weil der nicht weiterkommt, weil... Bum, 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 bum. Das schicken wir mal nach Hause. So, bums. Bums aus die Maus. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, Leute, er ist fertig. Wir können einen Zug kaufen. Es ist fertig. Wie cool ist das denn? Wir können tatsächlich unseren ersten Zug kaufen. Nein. Okay, das machen wir in der nächsten Folge ganz in Ruhe. Da werden wir den ersten Zug kaufen. Und wir müssen dann, wir können leider noch kein Kies anliefern. Das ist aber nicht schlimm. Wir können uns einen Zug hierfür kaufen. Oh, was ist das cool. Wir können Stahl und Platten kaufen. Das ist mega. Oh, das freut mich total. Also jetzt ganz ehrlich, ich finde das super klasse. So. Aber unsere Bauunion hat tatsächlich gerade nichts zu tun, die Gebäudebauunion. Pass mal auf, dann kannst du Nerdorovo Schneebaum, dann kannst du die Nerdorovo Werkstatt bauen und dann kannst du die Nerdorovo Bevölkerungsversorgung schon mal anfangen zu bauen. VEB Bauunion Nerdorovo Gebäudebau. Ach, guck an. Zack, da müssen wir das auch noch bauen, das kostenlose Bauamt. Und dann haben sie hier ebenfalls alles erledigt. Gut, es geht voran, ihr Lieben, es geht voran, das freut mich. So, also, hier vorne sind wir am Abreißen. Jetzt machen wir erstmal die Wasserversorgung vernünftig. Und ich habe ja die Hoffnung, dass uns dafür zwei Sachen reichen. Forschung abgeschlossen? Nein, das ist aber nicht die Nuklearforschung, oder? Ach Gottchen. Naja, die kleinen Gebäude. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Boah, wir können jetzt auch den roten Stern als Denkmal bauen.
Sehr cool. Wir können jetzt auf alle Sachen zugreifen. Ich würde jetzt hier nicht weiter forschen. Wir werden jetzt hier erstmal ein paar Leute ausbilden. Ganz, ganz kurz in die Statistik mal reingegangen. Wir können das am besten hier sehen. Wir werden mit Sicherheit Probleme kriegen. Wir gucken uns mal das an, auf alle gesehen. So, wir gehen hier hoch und nein, wir haben tatsächlich keine Probleme. Der bleibt stabil. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Nachricht, da haben wir gut gearbeitet. Das geht hoch, der bleibt stabil, sehr schön. Ich nehme alles zurück und behaupte genau das Gegenteil. Wir haben gut gearbeitet, normalerweise geht die Anzahl dann doch relativ stark zurück, aber in dem Fall bleibt sie stabil, das ist wunderbar. So, da können wir die Leute einziehen lassen, ist noch leer, bleibt erstmal so. Wie sieht es da aus? Da haben wir auch noch Kapazität übrig. Hier können wir aber sagen, die Leute dürfen dort einziehen. Denn wir haben auch, das müsst ihr auch beachten, das habe ich glaube ich auch noch nie gesagt, es gibt ein Overlay für die 21-jährigen Erwachsenen, die noch bei den Eltern leben. Zack. Und da sehen wir, du heilige Mutter Gottes. Ernsthaft? Boah. Okay, dann geben wir das bitte auch frei. Bürger dürfen das Gebäude einziehen. Das sind potenziell die Leute, die gerne Arbeit hätten, aber nicht arbeiten können, weil sie halt noch als Kind bei Mama leben. Ja, also da müssen wir halt auch immer genügend Wohnung für sorgen. Boah, das ist ja Wahnsinn. Wie viele Leute wir hier übrig haben. Wie sieht es denn hier? Nein, wir machen jetzt mit dem Wasser weiter. Wir gucken uns Crime und solche Sachen in der nächsten Folge an. So. Also, Thema Wasser. Machen wir langsam weiter. Wir brauchen A, einen Verteiler. Den würde ich tatsächlich gucken, dass wir den grob Richtung hier hinsetzen. So. Dann werden wir mit Sicherheit dort einen Verteiler brauchen. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir von hier aus, wenn wir das da hinsetzen, einen da. Da müssten wir fast alles versorgen können. Genau, einen an der Ecke. Ja, und dann setzen wir einen da unten hin. Dann müssten wir hier eigentlich alles drin haben. So. Einen an die Ecke. Einmal spiegeln. Wir wollen, das kann man jetzt schlecht sehen. Mit Shift könnt ihr, aber Achtung, mit Shift keine Tasten bewegen. Mausrad, mit Shift macht ihr einmal diese Leitungsdinger da weg. Und mit Shift macht ihr auch gleichzeitig, ja, könnt ihr beim Bauen euch wieder bewegen. Also zumindest den Zoom benutzen. Deswegen da vorsichtig sein. Das hat mehrere Belegungen. So, einmal dort. Jetzt wollen wir einmal hier eigentlich bauen. Da können wir eigentlich gucken, dass wir das da hinsetzen. Das müsste an der Stelle sogar gehen. Gucken wir, dass wir es gerade machen. Zack. So, sehr schön. Also, einmal die unterirdischen Wasserleitungen ziehen. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Wir haben hier noch genug Kapazität frei, irgendwo hinzugehen. Und einmal daran. Auftrag fertig. So, Wasser ist fertig. Abwasser können wir auch gleich machen. Das ist hoffentlich von hier hinten aus eine möglichst einfache Sache. Einmal spiegeln bitte. Was ist denn das jetzt hier? Was habe ich denn da hingebaut? Okay. Also, nochmal. Abwasser ist hier möglichst eine hoffentlich möglichst einfache Sache. Wir werden diesen Abwasserzufluss einmal dahin bauen. Zack. Kriegen wir noch ein Gebäude hier im Notfall hin. Wir könnten hier quer noch eins bauen. So, fangen wir das mal von hinten an, das Ganze. Einmal bitte dahin. Ja, so. Sehr gut, funktioniert. Mega. So, dann einmal ein Wasserzusammenfluss von dort und von da, ne?
Können wir an die gleichen Ecken ungefähr bauen. Dann sollten wir das auch hinkriegen. Aber hier müssen wir darauf achten, wie die Höhenverhältnisse sind. Ja, wir gehen ja hier nach oben eigentlich. Das sollte passen. Okay, gut. Wenn wir den da hinsetzen, kommen wir dann da hinten überall ran? Ja, das passt. Wir schauen mal, dass wir den hier in die Ecke setzen. Entweder da oder da. Da passt es nicht. Schade, schade, schade. Dahin. Da wird's gehen. Okay. Einmal kurz ein Checker, bitte. Ach, verdammt. Da ist irgendwas im Weg. Die Leitung hier, ne? Was ist denn, wenn wir die Leitung nochmal abreißen? Die ist hoffentlich noch nicht gebaut worden. Ist ja schon, komm, ey, wir vergessen diese Leitung irgendwann. So, und dann gucken wir, dass wir das Abwasserrohr... Ah, Mist. Ja, das hatte ich schon vermutet. Also bis dahin kommen wir auf jeden Fall. Dann müssen wir da nochmal das Teil hinsetzen. Ernsthaft? Dann müssen wir da ein 10-Meter-Teil hinsetzen. So. Veräppelst mich jetzt daran, sollst du gehen. Hallo? Das geht. Daran. Immer noch nicht? Also, was soll. Also, ist ja wohl ein Witz jetzt. Soll ich da 15 Meter bauen? Was soll das denn jetzt? Ist das echt so, wie, so viel, was hier fehlt? Der geht doch ganz offensichtlich nach unten. Okay, das verstehe ich nicht. Dann bauen wir das Ding einfach woanders hin. Auch kein Problem. Dann gehst du raus. Du raus, bitte. Dann gucken wir, dass wir das da hinsetzen. In der Hoffnung, dass das dann ausreicht. Da hinten hin. Wir müssen es ungefähr dahin bauen. Da geht's. So. Gucken wir mal, ob wir es jetzt ankriegen. Einmal dahin. Tiefe 3 Meter. Zack. Alter. Wieso haben wir denn hier so viel Tiefenprobleme? Ach, das geht nach oben. Ah, okay. Wir gehen hier nach unten, nicht nach oben. Das ist natürlich ärgerlich. Und wenn wir hier nochmal so ein Ding ranbauen. Okay, das sind jetzt natürlich sehr spannende Probleme. Das muss ich jetzt mal sagen. Aber das wird hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Jetzt gucken wir mal. Das müssen wir hier echt mehrstufig nach oben gehen. Also das geht. Und das geht immer noch nicht. Aber was ist denn, wenn wir da nochmal so ein 10-Meter-Teil ansetzen? Also das sind Probleme, die hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Aber klar, wir müssen jetzt die Soße bergaufwärts pumpen. Und dann gehen wir daran. Heidewitzka. Okay. Ja, Probleme, die ich auch noch nie hatte in Workers. Aber... jede Karte ist neu. So, die andere Soße holen wir uns von das... Tja, ich würde mir die gerne von hier holen irgendwo. Wir müssen ja da auch irgendwo mal Wasser und Abwasser hinbringen. Machen das mal von da. Ja. Du gehst einmal nach da. Ja, das funktioniert super.
einmal dahin. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier so geradeaus kommen. Tunnel ist über dem Gelände. Das ist mir doch egal. Und dann kommen wir da wahrscheinlich nicht ran, ne? Okay. Also, das wird sehr spannend, das Thema Abwasser. Hier hinten in der Ecke. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt machen wir erstmal den Nearsnap aus. Und dann gucken wir, dass wir von hier aus einmal dahin. Gehen wir einmal dahin. Und jetzt werden wir das gleiche Problem haben. Und dann gucken wir mal, ob die 15 Meter hier reichen. Das geht. Und das geht auch. Sehr schön. So, dann ein Fußweg. Da reicht der normale Fußweg hin. Haben wir. Und den bitte einmal daran. Das ist ja nur zum Bauen. Und dann haben wir das auch alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der hier bleibt übrig. Da werden wir in diese Richtung gehen und hier dann die Soße von dort holen. Und ich bin ja ernsthaft überlegen, ob wir vielleicht hier oben... Ich bin überlegen, ob wir hier noch einen weiteren Abwasserabzweig einbauen. Für absolute Notfälle. Ich weiß halt nur nicht, ob wir den hier irgendwo reinkriegen. So. Und dann... Nicht mehr, also, er veräppelt mich doch. Keine angemessene Neigung? Dann verzichten wir darauf. So, weg. Ist ja wohl... Ist ja unglaublich. So, einmal dich weg. Das Ding auch. Dich bitte passt. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den da wieder rankriege. Das geht. Dann bleibt's dabei und wir nehmen den so, wie er ist. Okay, Wasserabwasser ist fertig. Dann können wir den nächsten Teil planen, nämlich hier unten. Da ist er noch nicht ganz durch, aber ihm werden wir jetzt das Ding unter dem Hintern wegreißen. Ein Stückerl schneller. Dich bitte einmal weg. So, da kommt eine kleine Station hin, die mit 250. In der Hoffnung, dass das passt. Nein! Wieso passt denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich habe das so ausprobiert. Da passt es. Doch, da passt es. So. Und dann einmal den Straßenbahnanschluss. Zu scharfe Kurve. Ich krieg die Krise. Gut. Dann müssen wir leider noch mehr abreißen. Den ist es so. Dann reißen wir die ganze Straße hier auch noch ab. So. Und dann werden wir den Fußweg hier auch noch ein Stückchen abreißen. An der Stelle. Und dann machen wir das hier einfach komplett neu. Passt. Gut. Dann ist es so. Sehr schön. Dann haben wir das Thema Wasser abgeschlossen. Und das Thema Abwasser mehr oder weniger auch. Dann können wir einmal gucken, was hier neu ist. Das sind die Staus. Das müssten wir gesehen haben. Wir schauen sich jetzt aber nochmal bei den Zügen. Was ist hier das Problem? Ach, da sitzt ein Signal. Was ist das da hingebaut? Hopp, hopp. Ja, dann bauen wir weiter. Kommst du da weiter ran? Der muss logischerweise warten und der... Die schicken wir mal nach Hause. Dann kann er weitermachen. Wo auch immer er jetzt hin möchte. Ah, da will er bauen. Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Das ist jetzt ein
gemeinsamer Block. Da kann tatsächlich jetzt nur einer mitbauen. Da müssen wir damit rechnen, dass wir auch weiterhin ein paar Problemchen kriegen werden. Okay, so. Und dann können wir mal schauen, ob wir tatsächlich den ersten Zug fahren lassen hier vorne und unsere Gleise ein bisschen optimieren. Wo fährt er denn jetzt hin? Ach, er dreht da um. Da würde ich nämlich vorschlagen, wir werden uns heute noch die erste Lokomotive kaufen und damit die ersten Sachen hier machen. Also, wir können mal gucken, ein neues Fahrzeug kaufen. Wir wollen natürlich eine elektrische Lokomotive haben, ganz klar. Und jetzt gucken wir mal, ihr hattet mir vorgeschlagen, ich sollte eventuell die hier nehmen. Jetzt gucken wir mal, 3000, 5000, 3000, 4000... 3100 kW, 19 Meter, 16 Meter. Ich würde die hier nehmen. Wir müssen nämlich ein bisschen auf die Länge achten. Einmal. Und die Bahn sollte jetzt eigentlich völlig selbsttätig hier nach Hause fahren können. Hoffe ich. Ja, es kann sein, dass da vorne jetzt noch blockiert ist. Da müssten wir jetzt schon einen entsprechenden Verkehr einrichten. Können wir aber noch nicht, weil da vorne die Gleisfahrzeuge noch arbeiten. Ja, das ist natürlich jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Aber das Ding sieht schon cool aus, ne? Bei Nacht. Aber wir müssen ihn jetzt hier erstmal. Wir müssen die beiden jetzt auch erstmal weiterbauen lassen. Und dann können wir mit dem jetzt die ersten Aufträge machen. Ja, die kommen hier durch, das ist kein Problem. Der müsste da auch hinkommen. Die Signale passen ja soweit alle. Die sind halt nur jetzt hier in dem Block drin. Ne? Und wir könnten überlegen, ob wir da was machen, aber nee. Da müssen wir jetzt einfach warten, bis sie durch sind. Oder wir setzen das Signal... Nee, wir lassen das so. Ne, wir lassen das so und wir können jetzt schon mal die nächsten Fahrzeuge kaufen. Dann haben wir zumindest hier schon mal ein bisschen Entlastung. Und das sind vor allen Dingen brauchen wir Folgendes. Also ich zeige es euch mal. Wir wollen hier dieses Freilager voll machen. Und da haben wir hier den Stahl, die Plattenbauteile, Ziegel und Bretter. Und was wir jetzt machen werden, wir werden uns hier einen Prozentsatz Aluminium nochmal hinzufügen und das Ganze erstmal mit 50% machen. Das hat zur Folge, dass wir bei dem Aluminium, das werden wir ja nicht mitliefern. Das werden wir nicht mitliefern. Das heißt, wir werden erstmal nur Stahl, Platten, Ziegel und Bretter voll machen. Und wir können im Prinzip jetzt das Lager, dann können wir hier vorne jetzt nämlich quasi dieses Pseudo-Aluminium-Lager so ein bisschen als ja, Lager benutzen, um den Rest hier ein bisschen zu strukturieren, weil wir ja noch kein Zug-VZ haben. Ja, also ich hoffe, das wird gleich klar, wenn ich den Zug entsprechend baue. So, das heißt, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4 Anhänger an diesen Zug. Die holen wir uns nochmal. Wir können da nochmal ein bisschen mehr geben. Ich denke, diese Materialien sollten hier reichen. Das heißt, gehen jetzt hier hin und der steht jetzt hier. Aha, sehr gut. So, weg damit. Dann gucken wir mal, dass wir den erstmal nach Hause fahren lassen. Der baut da weiter. Schicken wir jetzt auch schnell weg. Dann kann der hier jetzt hoffentlich mal losfahren. So, also, jetzt holen wir uns hier 4 Anhänger. Da gibt es tatsächlich ein paar Mod-Anhänger, die wir uns kaufen werden. Die sind relativ klein, da geht nicht so viel rein. Das reicht hier aber völlig aus. Und das ist einmal Lokomotive Container. Da. So, und da gibt es die offenen Waggons. Es gibt den hier, der ist allerdings 15 Meter lang. Das ist für uns definitiv ein Problem. Und es gibt einmal den hier, der ist 11 Meter lang. Und da geht nicht so viel drauf, das ist gut. Denn das wird quasi hinterher, der ist auch nochmal 14 Meter lang, aber ich finde den am besten. Das wird im Prinzip unser rollendes Lager sein. Also da brauchen wir 1, 2, 3, 4 Stück von. Die sind jetzt hier unten drin, die können natürlich jetzt nicht zurück. Und deswegen werden wir jetzt, wenn unsere Lokomotive angekommen ist, die ist hier drinne, werden wir jetzt als allererstes eine Route sagen. Einmal bitte. Von dort. Einmal Fahrzeuge mitnehmen. Dorthin.
Und hier entsprechend. Also können wir da entladen sagen? Nee, ne? Und Start. So, dann fährt er jetzt los. Saugt hier aus dem Netz 1400 kW raus. Das reicht uns auch erstmal hin. Und jetzt fährt der los und wird dort die entsprechenden Waggons holen. Wahrscheinlich wird das wieder ein Problem werden, weil die ja hier die Gleise bauen. Das, ja, das ist jetzt einfach so, damit müssen wir jetzt leben. Was wir mal versuchen können, jetzt einmal ganz kurz, wir können einmal überlegen, ob wir hier die Signale einmal umbauen. Einmal in das Normale und dann dort tatsächlich auch nochmal welche hinsetzen. Und lass mich mal überlegen. Und dann die vorne wegnehmen. Zack, zack. Und dann werden wir die tatsächlich auf die Ebene setzen. So. Hier brauchen wir einen Chain. Chain bei der Einfahrt. So. Ja, so machen wir das. So, in der Hoffnung, dass die Züge jetzt dort vernünftig hinfahren können, über diese Konstruktion. Jetzt kriegt der wieder sein Signal. Und die sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, beide hier zu bauen. Und der steht jetzt hier, weil natürlich in dem Block was drin ist. So, jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Der sollte jetzt hier durch diesen Block fahren und hier hinten hinfahren. Den können wir theoretisch dann sogar wegnehmen. Dann kann er hier weiterbauen. Genau, er fährt jetzt weiter. Ja, sehr schön. Block war frei, da lang, top. Sehr schön. Sobald der da ist, kann er hier durchfahren und hier vorne weiterbauen. Wunderbar. Funktioniert. So, und er sollte jetzt für uns die Sachen holen. Na, klappt das? Mega. Da können wir den Zug konfigurieren und ihn dann zur Grenze schicken. Ja, pass auf, das ist jetzt kein Problem. Das ist ein Block für sich. Da wird es jetzt... Wir schicken mal nach Hause. Das ist hoffentlich gleich fertig. Dann sollte das passen. Wir könnten mal überlegen, ob wir jetzt einfach mal ein Fahrzeug... Können wir ein Fahrzeug stoppen? Zug anhalten. Ja. Wir werden den jetzt mal nach Hause schicken. Und werden jetzt mal... Moment. Moment, 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 Moment. Du gehst bitte nach Hause. Und dann halten wir ihn einmal an. So. Dass wir jetzt wirklich nur mit einem einzigen Zug fahren. Du bist auch zu Hause. Und dann können wir dich bitte auch einmal stoppen. So. Wunderbar. Dann haben wir das. Er steht jetzt hier rum. Das Problem ist, der macht hier diesen Block voll, ne? Aber der müsste eigentlich hier noch lang fahren. Das müsste eigentlich gehen. Okay, gut. Gucken wir mal, dass das klappt. Ich würde jetzt hier ungern zwei Baufahrzeuge nehmen. Und das werden wir mal ganz kurz beobachten. Und wenn das klappt, dann werden wir den zweiten Zug wieder einrichten. Denn mit einem Zug sollte das eigentlich funktionieren. So, der fährt jetzt nach Hause. Und der müsste links reinfahren. Wunderbar. Der bleibt jetzt da stehen. Und dann werden wir dich da anhängen. So. Bup. 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 Der wird jetzt konfiguriert. Das ist jetzt im Prinzip der wichtigste Schritt des Ganzen. Und wir werden jetzt erweiterte Einstellungen öffnen. Und dann werden wir sagen, der erste Wagen soll bekommen Stahl. Ja, alles andere nicht. Zweite Wagen soll bekommen Plattenbauteile. Ja, alles andere nicht. Könnt ihr hier sagen. Platten, ja. Der zweite wird bekommen Ziegel. Und der dritte, beziehungsweise der vierte wird bekommen Bretter, zack. So, wenn wir jetzt das durchgehen, dann sehen wir jetzt bei dem Zug, dass wir 17 Tonnen Stahl, 15 Tonnen Platten, 13 Tonnen Ziegel, 17 Tonnen Bretter. Wir können kein Aluminium kaufen, egal was wir machen, ist nicht möglich. Das heißt, wir haben jetzt so eine Art Mini-Lager gebaut, so ein fahrendes Lager. Den werden wir jetzt hier hinschicken. Das heißt, der wird hier Stahl, Platten, Aluminium, Ziegel nehmen, hier aufladen. Und wir können das noch weitermachen.
und uns quasi erstmal auf die Größe beschränken und ihn dann als fahrendes Lager benutzen. Er wird dann immer hin und her fahren. Und wir könnten ihm auch sagen, warten auf Entladen hier vorne. Das können wir gleich mal testen, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall sagen wir jetzt nicht mehr diesen Halt. Wir gehen jetzt nach dem Nerdistan-Zugdepot, gehen wir dahin. Das Zugdepot schmeißen wir raus. Und dann sagen wir hier bitte im Zollhaus. Wird er erstmal bekommen. Stahl, Platten, Ziegel, Bretter. Und das Ganze kann er natürlich da entladen. Und dann ab dafür. Auf geht's. So, der ist natürlich gestoppt. Den müssen wir jetzt auch weiterfahren lassen. Und dann sollte er jetzt hier die erste Ladung Ziegel uns holen. Das ist sehr cool. So, das Gleis ist fast fertig. Da sollte jetzt hoffentlich ein Zug hinfahren. Wo ist der zweite? Okay. Muss ich den doch... Könnte das doch sein, dass das ein Problem ist? Wie kann ich den hier verhindern? Geht das überhaupt? Dass hier ein zweiter Bauwagen losfährt. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie wir das irgendwie verhindern können, dass ein zweiter Bauwagen losfährt. Was wir auf jeden Fall jetzt machen können, sind unsere Bauämter entsprechend umkonfigurieren, dass wir von dort aus die Sachen bekommen. So, ihn werden wir nochmal anhalten. Damit wir da keine Probleme bekommen. Und dann wird er jetzt hier, das sind jetzt auch schon mal, ne, das sind jetzt schon mal eine ganze Menge mehr Sachen. Stahl, die können wir jetzt alle hier entsprechend. Aber nicht, habe ich dir nicht gesagt, du sollst da beladen? Ich kann mich täuschen, aber du sollst hier, ich habe vergessen zu sagen, beladen. Okay. Ja, ich habe mich getäuscht. Stahl, Aluminium nicht, Platten, das und das, Ziegel und Bretter. Wunderbar. Dann können wir ihm jetzt nämlich sagen, du sollst Stahl von da, Ziegel von da, Platten von da, Bretter von da. So. Die Einstellungen werden wir mal kopieren. So. Und dann haben wir tatsächlich jetzt geschafft, 4 Sorten an Materialien aus diesem Konglomerat hier rauszuholen. Der nächste Zug wird dann ebenfalls auch noch ein Kiesteil enthalten. Das heißt, wir werden hier im Prinzip noch so einen Kiesanhänger reinhängen und dann werden wir dort auch den Kies hinbringen. Und dann werden wir auch diese ganzen hier, diese ganzen Leute, die werden wir auch alle weghaben. Das heißt, wir werden hier aus diesem Ding jetzt schon mal 50% der gesamten LKWs werden wir hier entfernt haben. Sehr schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sind hier gut mit dabei. Das Gleis wird gebaut, dann werden wir den Abzweig bauen. Und ich hoffe, dass wir mit der Fabrik so weit auf der Reihe sind, dass wir die Gleise passend zu der Fabrik fertig haben. Und dann können wir schon anfangen, hier das erste Uranerz zu veredeln. Ich freue mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.